Ja, ich glaube, von allen Faktenvideo-Wünschen eurerseits gab es keinen Vorschlag so häufig wie diesen. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal, wo ich euch 11 Fakten über die Zentauren präsentiere. Wie immer in der Hoffnung, dass es euch gefällt und ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt noch nicht kanntet, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Bei den sogenannten Zentauren handelt es sich um magische Wesen, die, stumpf gesagt, eine Mischung aus Mensch und Pferd darstellen bzw. verkörpern. Kopf, Rumpf und Arme des Zentauren sind die eines Menschen, während der restliche Unterkörper, einschließlich der Beine, die eines Pferdes sind. Fakt Nummer 2. Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass sie keine Mischlingswesen sind, also nicht dadurch entstanden sind, dass ein Mensch und ein Pferd Liebe gemacht haben, sondern es handelt sich dabei um eine eigene individuelle Rasse. Fakt Nummer 3. Bezieht man Hogwarts Mystery nicht mit ein, gibt es innerhalb der Harry Potter Reihe insgesamt 5 namentlich bekannte Zentauren. Diese waren Bane, Firenze, Magorian, Magnus und Ronan. Fakt Nummer 4. In den Harry Potter Büchern entspricht die Optik der Zentauren dem der griechischen Sage. Aus welcher die Idee des Zentaurs auch ursprünglich stammt. In den Filmen dagegen ist der menschliche Kopf der Zentauren leicht pferdeähnlich und wirkt daher wirklich fast wie eine Kreuzung aus Mensch und Pferd. Was es ja, wie eben gesagt, eigentlich nicht ist. Fakt Nummer 5. Im Buch Fantastische Tierwesen von Newt Scamander steht geschrieben, dass sich Zentauren weigern, Kleidung zu tragen. In den Harry Potter Filmen sieht man jedoch Magorian, wie er einige Schmuckstücke trägt, sofern man das als Kleidung interpretieren kann. Fakt Nummer 6. Obwohl der gewöhnliche Magie- und Eignungstest innerhalb der Wizarding World festhält, dass es auch weibliche Zentauren gibt, sind diese nie in irgendwelchen Harry Potter Medien aufgetaucht. Fakt Nummer 7. Geht man nach der griechischen Mythologie, die Ursprung der Zentauren aus Harry Potter sind, werden weibliche Zentauren eigentlich Zentauriden genannt. Weiter geht es mit Fakt Nummer 8. Zentauren haben hohes Potenzial in den Bereichen Heilkunde, Wahrsagerei und Astronomie. Fakt Nummer 9. Besonders verbreitet sind die sogenannten Zentaurenkolonien vor allem in Griechenland, Großbritannien und Kroatien, kommen aber gelegentlich auch in anderen Ländern Europas vor. Fakt Nummer 10. Ein ausgewachsener Zentaur kann bis zu 7 Fuß groß werden, was ca. 2,13 Meter entspricht. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 11. Zentauren werden vom britischen Zaubereiministerium in die ZM-Gefahrenstufe XXXX einsortiert, was sie als gefährliche Wesen deklariert, die nur von erfahrenen Zauberern mit besonderen Kenntnissen behandelt werden können. Ja, das waren meine 11 Fakten über die Zentauren. In der Hoffnung, euren Wunsch damit erfüllt zu haben, hoffe ich sehr, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo. Weitere Faktenvideos findet ihr wie immer unten über die Playlist und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!